Hallo, liebe Flatter, ich bin hier jetzt mit Dominik. Hallo. Und ich habe ja schon gesagt, Dominik habe ich gefragt, ob er mit mir ein Interview machen würde, weil er so gleich so wild war. Nein, also nicht so, sondern nee, das stimmt. Wir hatten eine berufliche Besprechung und er hat gleich mal einfach so das Wort Zwingerclub fallen lassen und Freundschaft plus. Und das fand ich ziemlich lustig. So, und jetzt habe ich natürlich gleich ein paar Fragen an Dominik. Guck mal, jetzt mal schneiden wir dir nicht den Kopf ab. Weil ich so klitzeklein bin und du so groß. Wie süß. Schön wieder süß. Ja. Und du bist ja echt aktiv, würde ich mal sagen, im Flirtbereich. Und wo flirtest du? Ich weiß die Antwort, aber ich finde es so nett. Flirten kann man überall. Überall. Wo? Restriktionslos. Restriktionslos, sehr schön. Wo war dein letzter netter Flirt? Vor 2 Tagen im Zug einfach ein hübsch aussehendes Mädel im Meridian angesprochen. Im Meridian? Ja. Flirten kann man immer. Flirten kann man immer. Ist auch nicht böse. Flirten ist immer sympathisch. Was ist für dich Flirten? Gute Frage. Flirten ist, wenn man der anderen Person zeigt, dass man sie sympathisch, attraktiv findet. Ohne explizit was zu wollen. Muss nicht unbedingt sein. Kann. Und wenn nichts zurückkommt? Dann ist es völlig in Ordnung. Wenn die andere Person sich darüber freut, darunter nicht zu leiden hat, ist alles gut. Sehr schön. Das ist wirklich toll. Das habe ich jetzt ein paar Mal gehört und finde es eigentlich sehr schön, diese Idee Flirten als Geschenk. Der Flirt als Geschenk an die andere Person. Ja, du gibst der Person ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als nur in einem normalen Gesprächsverlauf und das ist doch eigentlich was Positives.